Hallo und herzlich willkommen zu einem Mini-Mini-Mini-Mini-Mini-Mini-Mini-Let's-Play Fruit Ninja HD. Okay, das war ein bisschen unnötig, aber naja, in diesem Let's Play werde ich euch jeden Modus einmal kurz vorstellen, wer ihn tatsächlich nicht kennen sollte. In dem Spiel geht es darum, Früchte zu zerschneiden. Das hier ist der Klassik-Modus. Da, ja, das geht quasi unendlich lang. Und wenn aber drei Früchte runtergefallen sind, dann habe ich es verkackt. Ich glaube, das setzt sich zwar wieder zurück. Und wenn ich eine Bombe treffe, habe ich es übrigens auch verkackt. Also wenn hier mal zwei sind, und dann kann es sein, dass es wieder auf eins zurückgesetzt wird, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Mir fehlt gerade die Musik. Ich weiß gar nicht, ob da gar keine kommt im Normalfall. Und ob ich die jetzt aus Versehen ausgemacht habe. Das ist, naja, zum Zugucken wahrscheinlich ziemlich langweilig. Zum selber spielen auch ziemlich. Aber es gibt da dann tolle Achievements, die euch retten und das Spiel interessant machen. Also ich finde das Spiel an sich schön, nur halt. Naja. Keine Ahnung, es wäre jetzt, glaube ich, nicht das Spiel, wonach ich süchtig werde. Aber ein schönes Konzept, zwar jetzt nicht hier, ich spiele es auf dem Computer. Ja, auf dem Computer ist es, glaube ich, nicht so toll. Aber für den Computer ist es nicht so toll, muss mich anders ausdrücken. Aber für das Handy eigentlich eine tolle Erfindung für zwischendurch. Bisschen Obst schnetzeln. Ist auch sehr sinnvoll. Hauptaufgabe von Ninjas. Bisschen Obst schneiden. Ja, jetzt frage ich mich, wenn endlich eine Bombe kommt. Nein, ich bin hier sehr ehrgeizig. Ich will hier natürlich Weltmeister werden. Mir ist noch keine einzige Frucht runtergefallen. Ich weiß nicht, mir kommt das hier irgendwie leichter vor wie auf dem Handy. Liegt vielleicht daran, dass ich alles besser sehe, weil es um einiges größer ist. Oh, und ich habe irgendwas bekommen. Keine Ahnung was. Ja, ich habe noch die Loot-Klinge drin. Liegt daran, dass ich das Spiel eigentlich gerade reingeschoben habe. Beziehungsweise gestartet habe. Mir fehlt die Musik. Boah, ich habe einen neuen Hintergrund freigeschaltet. Das ist so ein tolles... Kann man Achievement sagen? Nico, kann man Achievement sagen? Verschissen. Also Nico sagt Special Gadgets. Falls ihr ihn nicht gehört habt, der liegt hinter mir auf dem Bett. Was? Ah, okay, also Nico informiert mich, dass bei 100 Punkten so ein Kreuz verschwindet, falls ihr es nicht gehört habt. Keine Ahnung. Ja, als nächstes machen wir den Zen-Modus, der ist fast noch langweiliger, nur dass man hier... Hier kommen keine Bomben und nichts, also als meine kleinen Cousinen da waren und Cousins, habe ich immer den Modus zocken lassen. 1,5 Minuten sinnlose Schnetzeln. Bei meinen, naja, Verwandten sah das dann ungefähr so aus. Da. Kann man natürlich auch immer hier auf die schönen Kombos, das war das Vierer-Kombo, warten. Oder, wie gesagt, einfach hier sinnlos durch die Gegend schnetzeln. Ich glaube, mit Kombos erreicht man um einiges mehr. Aber man sollte natürlich trotzdem so wenig Früchte wie möglich runterfallen lassen. Denn sonst hat man wenig Punkte. Da hätte ich jetzt mehr machen können. So. Ja, jetzt kommt's wieder. Es gibt verschiedene Früchte. Und zwar Erdbeeren, Kiwis. Ich glaube, das war gerade... War das eine Mango? Das hier sind... Ha! Fruchtleere. Also es gibt Bananen, es gibt Äpfel, es gibt Zitronen, es gibt Birnen. Ananas, genau. Nico sagt Ananas, ja. Dankeschön, Nico. Habe ich schon gesagt. Was war das Rote gerade? Das hier? Das komische Braune weiß ich auch nicht. Bin ich so der Fruchtkenner. Aber naja, ob das jetzt wichtig ist. Oh, und Kokosnüsse. Ich habe bestimmt noch ein paar Sachen vergessen, aber ich glaube, das ist ziemlich egal. Ja, ich habe 3 von einer Sorte in einer Combo erwischt. Das ist schön. Nee, ich habe den Sound eigentlich nicht aus. Ja gut, dann gehen wir noch in meinen Lieblingsmodus, den Acker-Modus. Hier kommen Bomben. Doch, wenn man eine Bombe trifft,
So, Gott, war das schlecht. Ist man nicht sofort tot, sondern es werden einem nur 10 Punkte abgezogen. Und es kommen Special-Bananen, die einem bestimmte Sachen bringen. Und zwar, einmal wird alles gefroren und dann ist alles viel langsamer. Einmal fliegen verdammt viele Früchte ins Bild und einmal bekommt man die doppelte Punktzahl von allem, was man in einer gewissen Zeit durchschneidet, durchteilt halt. Und ja, die gelbe, wo da gerade, genau die hier, das ist die, wo extrem viele kommen, und das war jetzt die mit doppelter Punktzahl. Und ja, dann gibt es eben noch die Eisbanane, die die Zeit eben anhält, was ganz schön für Punkte sorgen kann. Vor allem, wenn man alle drei Bananen gleichzeitig hat, haut das punktemäßig ganz schön rein. Man sollte natürlich schon auch einen gewissen Ehrgeiz haben, viele Punkte zu erreichen, weil sonst ist das Spiel extrem sinnlos. Und hier bekommt man am Schluss noch Bonus, immer für verschiedene Sachen. Wenn ich jetzt die ganze Zeit Bomben getroffen hätte, stände da dann zum Beispiel Bomblover dran, glaube ich. Und dann würde ich da dafür mehr Punkte kriegen, habe aber natürlich auch mehr dafür abgezogen bekommen. Gut, dann habe ich alle Modus und ja, jetzt kann ich euch hier noch zeigen. Oh, ich habe eine neue Klinge freigeschaltet. Die kann ich... Nico! Nico hat es gerade auf dem Handy gestartet, macht das aus. Ja, und dann steht hier dran, was ich für das brauche. Also hier steht dann, was erforderlich ist. Und ja, wenn ich das gemacht habe, dann bekomme ich eine neue Klinge. Ja, das wäre jetzt bei mir hier die rote, die ich irgendwo herbekommen habe. Und den haben wir hier zusammen gerade vorher freigeschalten. Kann ich auch mal auswählen. Ja, sieht ziemlich hässlich aus, finde ich. Okay, dann weiß ich gar nicht, was gibt's hier noch? About, ja okay, dürfte klar sein. Und da gibt es jetzt noch Achievements. Ach, das sind die Teile. Die haben wir, glaube ich, auch vorher welche bekommen. Okay, also, das hier sind die Achievements. Und das hier sind die Sensei's Swag Dingsies. Und dann noch Settings. Okay, ja, das ist, glaube ich, allen egal. Oh, kann ich das Deutsch einstellen? Nein, kann ich nicht. Französisch. Ah, okay. Auf jeden Fall. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Wenn es... Nein, egal. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.